Moin, moin, Party People und herzlich willkommen zur nächsten Folge Age of Empires 2, die sechste Folge. Direkt da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich habe keine Sekunde die Folge beendet, da habe ich auch schon die nächste hier begonnen. Ganz klare Geschichte. Wir haben Goldprobleme aktuell. Nicht genug Gold. Was alles mit Nahrung ist, können wir machen. Wir können natürlich auch im Marktplatz dahergehen und sagen, ja, wir verkaufen mal Nahrung. Denn dann haben wir wieder genug. Oh Gott. Kümmert euch mal um die Spacken hier vorne. Ja. Geht wieder rein. Passt. Warum werden wir hier angegriffen? Was soll das? Jetzt aber schnell. Auf geht's, Marktkarren. Einen habt ihr erwischt, okay. Wenn's mich mehr ist, auf geht's. So, dann werdet ihr jetzt hier mal weiter in den Wald. Lol, hier ist ja was. Was ist denn hier oben? Kriege ich hier Einheiten geschenkt? Eigenes Feld. Was ist hier oben? Lol! Ja, da kann man jetzt also an sich nicht allzu viel mit anfangen, ne? Aber so ein kleines Wäldchen wäre schön gewesen. Obwohl ich das jetzt hier natürlich machen könnte, theoretisch. So, aber wir haben jetzt Gold, was schon mal gut ist, denn ich bin jetzt dahergehen und sagen, genau hier wollen wir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, nicht genug Holz. Wo kommen die hier drinne her? Och Mann. Freunde, das ist alles gerade nicht so sehr zufriedenstellend. Okay, ihr beiden könnt nochmal Handel betreiben. Und ihr könnt jetzt mal gucken, hier ist Nahrung. Nur Nahrung können wir getrost investieren, gar kein Thema aktuell. Ihr baut auch wieder ab. Das ist sehr schön. Das ist sehr gut. So. Mangen. Schuppenpanzer für Pferde. Oh, und Gold. Pikeniere habe ich aktuell aber nicht. Habe ich alles ausgebildet. Nochmal 4 Ritter. Wo werde ich angegriffen? Hier unten, oder was? Auf jeden Fall nicht. Ich hätte gerne nochmal 2 Dorfbewohner, die Holz abbauen. Nun, na. Hier ist irgendwo eine Dorfbewohnerin von mir gestorben. LOL! Eine Frechheit. Boden. Bodenlose Frechheit. So. Ich hab schon mal 4 von den Spacken hier.
Mal ganz okay. Will ich aber noch vier von denen hier haben. Und zwei. Okay. Meine ganzen Dorfbewohner sind hier oben drauf gegangen. Ich habe kein Waldstück, was gescheit ist, mal hier so. Ich habe kein Holz. Ich habe kein fucking Holz. Weißt du? Auf geht's. Das gibt Geleitschutz. Also mehr oder weniger. Alles Gold. Auf jeden Fall. Ist mir jetzt egal. Das gibt alles jetzt hier aufs Maul. Auf geht's. Und die beiden fangen jetzt hier oben an. Das lasse ich nicht. Das gibt es nicht. Nein, nein, nein. Sechs Dorfbewohner. So, ich könnte jetzt dahergehen und wieder Nahrung verkaufen. Und könnte jetzt so einkaufen. Das ist für mich akzeptabel. So. Du bist nicht so schnell. Ja, so langsam wird es ein bisschen ungemütlich bei der ganzen Sache. Ich will nicht Ewigkeiten damit verbringen. So ein Ding mache ich jetzt hier noch hin. Ich werde meine Armee definitiv voll ausrüsten. So, das müsste alles gewesen sein. Ja. Auch das. 75 Nahrung auf jeden Fall investieren. Egal, auch wenn es nicht viel bringt, aber... Einmal neu, bitte. Ja, das ist okay, wenn die da hier von dem Ding angegriffen werden. Werden sie eh die ganze Zeit, von daher. Alles in Ordnung. So, wir müssen gleich hier zu den Burgen. Belagerungswaffen dabei. Frage ist, ob sie uns helfen. Also. Hier würde ich gerne sie hier lassen. Und Ette hier lassen. Wer weiß, wofür sie noch nützlich sind. Was? Er? Bauer. Das hin? Genau, ihr macht mal dieses komische Ding hier kaputt. Okay.
Und jetzt brauche ich ein bisschen was. Nämlich 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich noch 4 Plätze für was anderes. Das werden dann aus der Bogenschützenhalle. Wo ist die eigentlich? Ich gerade bescheuert. Bogenschütze, Bogenschütze. Habe ich. Ein Schießstand? Habe ich nur diesen Kram? Lull. Geht den hier nicht? Haben wir nicht. Ja, dann bau den mal hier hin. Aber ganz, ganz, ganz geschwind. So. Bitte nochmal erneuern. Dankeschön. Hier oben sind Steine. Eigentlich gar nicht so schlecht. In der Hoffnung, dass nichts weiter passiert, ziehe ich die mal hier zurück. Langschwertkämpfer. Oh, eine. Wie konnte ich die bloß übersehen? Mensch, Sachen gibt's. So, du kannst dich jetzt wieder um das Feld kümmern, welches auch immer du hattest. Das ist das hier, ne? Jetzt hier, komm. Hau rein, Alter. Auf geht's! Ja, da unten werde ich immer angegriffen. Das ist okay. So. Gehen wir zurück. Ja. Ich weiß. Wie oft denn noch? Ja, ich weiß. Wieder frisch ans Werk. So, was machen wir? Bogenschützen. Ja, zack. Bogenschützen. Armbrustschützen. Ja, Armbrustschützen ist besser. Armbrustschützen sind besser. Das heißt, ich mache jetzt gleich noch 4 Armbrustschützen dazu. Und dann versuchen wir mal, den ganzen Bums hier einzunehmen. Muss ich wahrscheinlich nachproduzieren. Wird so sein. Oder berittene Bogenschützen. Ja, berittene Bogenschützen. Ich habe jetzt noch sage und schreibe 1, 2, 3, 4. Doch, ich habe doch noch 4 Markkarren. 5, ich habe noch alle. Dann passt das. Ja, ist okay. Hier oben, könnt ihr mir hier bitte Steine abbauen? Unglaublich nice wäre. Dürfte jetzt eigentlich auch gar nicht lange dauern. Ja, das geht ziemlich schnell. Dann macht er jetzt hier Steine. Das ist nett. Kann ich gut gebrauchen, die Steine. 2 Stück. 2 Stück für. Wer ist gestorben? Achso, von denen einer. Das darf ruhig passieren. Da habe ich überhaupt gar keine Probleme mit. Jawohl. Ich schicke gerade nochmal meine
Einheiten hier runter, damit sie die Rammen hier zerstören. Warum könnt ihr einfach so durchs Tor laufen, Alter? Was ist denn mit euch? Ich hab's diesmal genau gesehen, sie sind einfach durchs Tor gelaufen. Der läuft auch einfach durchs Tor, oder? Nee. Hier. Auf den drauf. Aber er wird auch gleich sterben. Und Etty hier. Sehr schön. Kannst wieder hier hochgehen für euch. Alles klar. Die Offensive startet jetzt gleich. Ja, du willst mit rein, ne? Ich glaub nicht. Die Offensive startet jetzt gleich. Also wir versuchen es. Werden aber auch gleichzeitig mal dafür sorgen, dass wir hier eine Burg kriegen. Denn eine Burg kann uns gut verteidigen. Alle hier. Ihr setzt euch hier in Bewegung, damit wir hier eine Burg bauen können. Steinabbau muss stärker vorangehen. Wenn wir diese Schlacht jetzt haushoch verlieren, wo auch immer es uns hinführen wird, können wir immer noch sagen, wir haben eine Burg im Hintergrund am Laufen, die uns versorgen wird. Komm mal hier, ihr macht das alle. Ihr macht das alle mit. Damit diese Burg möglichst schnell steht. Plänkler brauche ich nicht. Nein, 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 das sollte nicht so sein. Nein, 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 nein. Ihr sollt das Ding angreifen. Nichts anderes. Ihr seid gleich fertig hier mit der Burg, ne? Schön. Fuck! Das steht hier absolut hinter einer vollumfänglichen Festung. Damit habe ich beim besten Willen nicht gerechnet. Jetzt schießt diese Scheiße hier kaputt. Das ist so mega ärgerlich, dass es ärgerlich ist. So, ohne Scheiß. Ich kann das ja noch nicht mal mehr für viel verkaufen, die Scheiße. So, ihr baut ein Holzfällerlager. Jetzt genau hier hin. Steine haben wir erstmal genug. Hier, auf geht's! Da, nein, da!
Mein Gott, ey. Und ihr guckt doof zu, oder was? Alle angreifen. Alle volle Kanne angreifen. Nee, nicht das. Die Burg. Und ich brauche neue Einheiten. Ich brauche Axtwerfer. Fünfzehn Stück volle Kanne reingehauen. Einfach drauf. Drauf auf die Kackburg! Ja, jetzt einfach drauf! Einfach drauf! Einfach drauf, volle Kanne zu! Nichts anderes mehr machen! Und du... Mach die Bogenschützen platt! Jawohl! Deshalb erlauben wir euch, in Orléans zu bleiben. Frankreich gehört. Ach, ich musste nur eine zerstören, oder was? Habe ich es jetzt geschafft? Oder muss ich noch die andere? Die ist mit zerstört! Champion der Franken. LOL, Errungenschaft freigeschaltet. Ich musste nur eine zerstören? Das habe ich gar nicht gelesen. Ja, gut. Aber. Obwohl wir uns hier so scheiße angestellt haben, weil ich mehr hier drauf geachtet habe, auf die Stadt, als alles andere, war das eigentlich gar nicht mal so scheiße, ne? Haben wir gut geschafft. Viel übrig von uns ist zwar jetzt nicht mehr, nur noch 40 von 75. 35 haben wir hier auf jeden Fall verloren. Beziehungsweise noch mehr, weil hier stehen ja auch schon wieder 4 Axtkämpfer, Axtwerfer. Das ist schon mal eine Hausnummer. So, weiter geht's in der Geschichte. Johanna sah voraus, dass sie in Orléans verwundet werden sollte. Auf dem Höhepunkt der Schlacht stieß der Pfeil einer Armbrust sie vom Pferd. Wir konnten unser Unglück nicht fassen. Als wir jedoch Johanna vom blutigen Schlachtfeld trugen, war die Schlacht gewonnen. Orléans war befreit. Als wir in die Stadt einzogen, jubelte uns das versammelte Volk zu. Aus den Fenstern, von den Dächern der Häuser und auf der Straße. Schusssalven wurden in den Nachthimmel abgefeuert und die Leute nannten Johanna liebevoll La Pucelle, die Jungfrau von Orléans. Ist klar, Freunde. Gucken wir doch mal einfach hier. Militär waren wir auf jeden Fall am stärksten. Keine Frage, in der Wirtschaft definitiv nicht. Da war Blois am stärksten. Die Technologie waren bei den Nordbriten stärker und bei den Südbriten auch stärker als bei uns. Die Gesellschaft auch bei den Nordbriten und Südbriten besser. Wir haben die gleiche wie Blois. Gesamtpunkte in Blois am besten. In der Militärstatistik. Getötete Einheiten haben wir 160. Da kommt keiner dran. Die Nordbriten haben uns ordentlich zugesetzt. Deswegen wir da oder die da 44 getötete Einheiten haben. Wir haben 66 gefallene Einheiten. Aber die Nordbriten auch 90. Damit sind sie vorne. Wir haben 6 Gebäude abgerissen, die anderen überhaupt nichts. Verlorene Gebäude. Und die Nordbriten nämlich auch 6. Bekehrung gab es überhaupt nichts. Größtes Heer war meines oder unseres mit 53.
Wirtschaftsstatistiken, gesammelte Nahrung sind wir meilenweit vorne. Gesammeltes Holz, die Südbrit mit 24.000 Menschen. Genau. Ordentlich. Wir sind die einzigen mit Handelsgewinn. Auch nicht schlecht. Technologie. Ritterzeit waren wir am schnellsten. Ja gut, die anderen waren ja schon da. Gesellschaftsstatistik. Egal. Da sind wir in die Ritterzeit gekommen. Vorher zwei Schlachten erlebt und am Ende nochmal eine Schlacht. Wir haben sie auf jeden Fall gewonnen. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Aufräumaktionen im Loretal. Loretal? Wird das so genannt? Loretal? Ich denke mal. Ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet, wenn wir Age of Empires 2 spielen. Kritik gerne in die Kommentare. Oder ein Abo dalassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal, ihr Party People. Bis dahin. Ciao.